In diesem Tutorial zeigen wir, wie biege- und Schubspannungen infolge eines einwirkenden Biegemoments bzw. einer einwirkenden Querkraft berechnet werden. Wir betrachten einen Balkenquerschnitt, der aus drei rechteckigen Einzelquerschnitten zusammengesetzt ist. Der Querschnitt wird durch eine Querkraft Qz von 250 kN und einem Biegomoment My von 100 kNm beansprucht. Zu ermitteln sind die Biegenormalspannungen und die maximale Schubspannung im Querschnitt. Zur Berechnung der Spannungen im Querschnitt muss zunächst der Flächenschwerpunkt ermittelt werden. Der Querschnitt ist einfach symmetrisch, die Symmetrieachse ist die Z-Achse und daher wird lediglich die Schwerpunktlage in Z-Richtung benötigt. Wir addieren zunächst die Inhalte der Einzelflächen und berechnen den Gesamtflächeninhalt zu 100 Quadratzentimetern. Als Referenzachse zur Ermittlung des Flächenschwerpunktes wählen wir die Mittellinie des oberen Gurtes. Da der Einzelschwerpunkt der drei Rechteckflächen jeweils in der Mitte liegt, beträgt der Abstand des jeweiligen Schwerpunktes zur Referenzachse in Z-Richtung 0, 11. Und 22 cm. Nun nutzen wir die eben abgelesenen Abstände, in der Formel als ZSI bezeichnet, multiplizieren sie mit den jeweiligen Einzelflächeninhalten, summieren auf und teilen das Ergebnis durch den Gesamtflächeninhalt. Damit ergibt sich der Gesamtschwerpunkt in einem Abstand von 8,8 cm zur frei gewählten Referenzachse. In diesem Gesamtschwerpunkt legen wir nun das yz Koordinatensystem. Nun können wir das Flächenträgheitsmoment für Biegung um die y Achse Iy berechnen. Das Flächenträgheitsmoment ist ein Maß für die Steifigkeit einer Fläche, also deren Widerstand gegen Verbiegung. Es ergibt sich aus den Einzelanteilen der drei Rechtecke zuzüglich dem jeweiligen sogenannten Steineranteil. Die Einzelanteile Lassen sich für Rechtecke jeweils zu 1 Zwölftel mal Breite mal Höhe hoch 3 ermitteln. Der Steineanteil muss bei zusammengesetzten Querschnitten berücksichtigt werden. Er bezieht die Flächenträgheitsmomente der Einzelflächen auf den Gesamtschwerpunkt und berechnet sich aus dem Inhalt der jeweiligen Einzelfläche multipliziert mit dem Abstand des Schwerpunktes der betrachteten Einzelfläche zum Gesamtschwerpunkt im Quadrat. Setzen wir die jeweiligen Werte ein und summieren auf, erhalten wir das Flächenträgheitsmoment von 8129,3 cm hoch 4. Für die Schubspannungen benötigen wir noch das statische Moment der Restfläche SY. Da sich die maximale Schubspannung bekanntlich im Gesamtschwerpunkt ergibt, schneiden wir bei Z gleich 0 den Querschnitt gedanklich durch. Wir erhalten die beiden Restflächen Delta A1 und Delta A2 mit den jeweiligen Einzelflächenschwerpunkten. Die Höhe von Delta A2 beträgt 7,8 cm. Der Flächenschwerpunkt liegt demzufolge bei 7,8 durch 2 bzw. 3,9 cm. Das statische Moment der Restfläche kann dann aus der Summe der jeweiligen Querschnittsfläche multipliziert mit dem Abstand des Schwerpunktes der betrachteten Einzelfläche zum Gesamtschwerpunkt hier ZSI berechnet werden. Wir berechnen also den Flächeninhalt von Delta A1 und multiplizieren mit dem Abstand von 8,8 cm. Das gleiche machen wir für Fläche Delta A2 und erhalten als statisches Moment 412,8 Kubikzentimeter. Schließlich können wir mit den Formeln für Biege- und Schubspannungen die jeweiligen Spannungen ermitteln. Für die Biegespannungen benötigen wir z, den Abstand der äußersten Randfasern zum Gesamtschwerpunkt der Fläche. Der Abstand der unteren Faser zum Schwerpunkt beträgt 14,2 cm. Zur oberen Faser ergibt sich der Abstand entsprechend zu z gleich minus 9,8 cm. Teilen wir nun Biegemoment durch Flächenträgheitsmoment und multiplizieren mit z, erhalten wir Zugspannungen von 17,47 kN pro Quadratzentimeter am unteren Rand und Druckspannungen von 12,06 kN pro Quadratzentimeter am oberen in Folgebiegung. Ob es sich bei Biegespannungen um Druck oder Zugspannungen handelt, ergibt sich aus dem Vorzeichen. Negative Werte sind Druck, positive sind Zugspannungen. Die Schubspannungen werden berechnet indem wir die gegebene Querkraft mit dem errechneten statischen Moment multiplizieren und dies durch das Flächenträgheitsmoment und die Querschnittsbreite an der betrachteten Stelle teilen. Damit können wir die maximale Zugspannung zu 6,35 kN pro Quadratzentimeter ermitteln. Abschließend zur besseren Übersicht eine Grafik, welche Werte für welche Rechnung benötigt werden. Die Grafik ist chronologisch von oben nach unten aufgebaut. Oben stehen also die ersten Werte, die man für die unten stehende Berechnung, in diesem Fall die der Biegespannungen und der maximalen Zugspannung benötigt. In der Praxis werden die Spannungen zum Nachweis der Tragfähigkeit eines Balkenquerschnitts berechnet. Die berechneten Spannungen werden dabei mit den zulässigen Spannungen verglichen. Ein Überschreiten der zulässigen Spannungen könnte zum Bruch des Balkens und damit zu einem Verlust der Standsicherheit eines Bauteils führen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen und auch beruflich alles Gute.